fährst mit deinem NEF zu einem Einsatzort, wo gemeldet ist Brustschmerzen mit Atemnot und Ausstrahlen in den linken Arm. Also geht man erstmal davon aus, es könnte ein Herzinfarkt sein. So, wir fahren also los mit unserem NEF, mein Arzt und ich, wir blödeln schon so ein bisschen rum und sagen, Mensch, das ist ja schon der fünfte Rücker heute und so. Naja, auf jeden Fall kommen wir am Einsatzort an und dann steht schon der RTW vor der Tür. Die Kollegen gerade dabei, ihre Sachen auszuräumen, ne? Also Rucksack, Sauerstoff und so weiter. So, wir steigen aus und sagen, ey, euer EKG könnt ihr am Auto lassen, wir nehmen unseres mit und ja, dann die Medikamententasche und so weiter. Wir gehen zu dem zu der Adresse des Einsatzortes und es ist ein mehrstöckiges Mehrfamilienhaus, also ich glaube 10 Stockwerke waren das und guckten schon so nach oben, okay, wo war es gemeldet, im 7. Stock, alles klar, rein, Fahrstuhl gedrückt, gewartet, der Fahrstuhl kommt, die Tür geht auf und wir gehen rein, drücken auf den 7. Stock und unterhalten uns mit den Jungs da vom RTW und sagen, Mensch, wie war denn euer Tag? Ja, geht, ne? So und so viele Rücker heute gehabt und so weiter, ne? Und quatschen da so ein bisschen auf dem Weg nach oben und mit einmal macht das Klack. Und wir stehen. Und dann, was war denn das? Nochmal auf die 7 gedrückt, nichts passiert. Auf E gedrückt, nichts passiert. Alle anderen Knöpfe am Fahrstuhl gedrückt, nichts passiert. Licht war zwar noch an, so, aber wir standen. Und dann, ach du Scheiße. Na, dann lass uns mal ganz schnell an der Leitstelle Bescheid sagen, dass die andere Autos losalarmieren zu dem Einsatzort. Wir sind hier stecken geblieben. Und dann muss man halt eben gucken, dass man uns hier wieder rausholt. Ne? Auf den Alarmknopf gedrückt. Keiner meldete sich, auch nicht von der Alarmzentrale, vom Fahrstuhl. Das fing schon mal gut an. Ja, Handy raus, geguckt, kein Netz. Die Kollegen gefragt, ich sag, hat einer von euch Netz? Nö, haben alle kein Netz. Hat irgendeiner von euch das mobile Funkgerät denn wenigstens mit? Nein, natürlich nicht. Sehr gut. Wir natürlich schon so ein Hals, können uns also nicht mit der Leitstelle in Verbindung setzen, sind stecken geblieben und die Alarmzentrale vom Fahrstuhldienst meldet sich nicht und reagiert nicht. Also, was macht man? Richtig, was jeder machen würde in dieser Situation. Man geht etwas dichter an die Fahrstuhltür, nimmt beide Hände so und ruft einfach, Hilfe! Hilfe! Ja, das ging dann ungefähr 5 Minuten so, bis wir dann hörten, ja, hallo, soll ich die Feuerwehr oder irgendwas rufen? Ja, rufen Sie da bitte an und sagen Sie denen, dass die Kollegen vom Rettungsdienst im Fahrstuhl stecken. Und dann kam nur zurück, was? Wir sollen den Rettungsdienst rufen? Nein! Der Rettungsdienst ist bereits hier und steckt im Fahrstuhl fest. Ach so, ja, ich hol dann mal den Notarzt. Oh, Wahnsinn. Naja, es vergingen ewige Minuten, ich glaube 20 Minuten. Und wir hörten dann ein Getrommel da oben an der Tür, irgendwo vom Fahrstuhl. Hallo, das war dann eine andere Stimme und wir, ja, hallo. Ja, wer ist denn da? Ja, hier ist NEF sowieso und RTW sowieso. Wir sind auf dem Weg zum Einsatzort gewesen, sind stecken geblieben. Ach Mensch, das ist ja doof. Wir sind nämlich der RTW so und so. Wir dachten, hier ist irgendjemand im Fahrstuhl, der hat irgendwie medizinischen Notfall. Nein, liebe Kollegen, aber ihr könnt bitte mal die Kollegen von der Feuerwehr rufen. Und wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr ja schon mal zu unserem Patienten gehen. So. Und dann kam nur zurück, ja, wir wissen, wer der Patient ist. Wir gehen mal hin und rufen die Kollegen von der Feuerwehr. Es verging wieder eine halbe Stunde ungefähr, ne? Bis dann endlich die Feuerwehr kam. Auch dann rief, Mensch, wir holen euch jetzt da raus. Zwischenzeitlich war auch ein Techniker von dem Fahrstuhldienst, Notdienst eingetroffen. Also wir waren geschlagen, ich vermute mal ein bis anderthalb Stunden. Ich habe irgendwann das Zeitgefühl verloren. In diesem Fahrstuhl eingesperrt. Und das Beste war noch, dass einer der Rettungsdienstkollegen vom Rettungswagen sagte, Mensch, heute gab es zum Mittag Linsensuppe. Ja, ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Richtig. Er hat natürlich mitten im Fahrstuhl, konnte es nicht zurückhalten, richtig schön einen fahren zu lassen. Und zwar einen leisen. Und das hat gestunken wie eine Kläranlage. Wir haben gedacht, wir müssen sterben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh wir waren, als wir aus dem Fahrstuhl raus waren, frische Luft geschnappt haben und dann von den anderen Rettungsdienstkollegen zu erfahren bekommen haben, dass das bei dem Einsatz gar nicht so schlimm gewesen ist und der Patient einfach nur eine leichte
Bronchitis gehabt hat, ja, und das schon seit über einer Woche und kein wirklicher Notfall vorlag. Ja, also der Tag war für uns auf jeden Fall ziemlich gelaufen.